Robert Kovarik. Sexologische Balneotherapie. Kurortbehandlung sexueller Störungen. Kapitel 7. Kompensationsmöglichkeiten. Bei den sexuell-reproduktiven Störungen wird in der Regel nur in dem hormonellen Code gedacht und auf seiner Befehlskette gearbeitet. Falls das Zielgewebe nicht entsprechend reagiert, werden immer stärkere Hormone verabreicht. Manchmal wundert man sich über die Areaktivität des Zielgewebes oder über Überreaktionen, zum Beispiel die Zystenbildung anstatt angestrebter Ovulationsauslösung und so weiter. Es ist uns bereits verständlich, warum manche Medikamente nicht immer wirken. Zum besseren Verständnis dieses überaus wichtigen Problems noch eine Gleichnis. Jeder Gärtner weiß, dass ein Samen, also die genetische Information, nur dann aufgeht, wenn der Boden entsprechende Qualitäten hat, wie das pH, die Feuchtigkeit, das Dünger und so weiter, und dass es nicht besonders klug wäre, einen guten Samen in eine schlechte Erde zu stecken. Jedem Gärtner ist klar, dass die nachfolgende Arbeit verschenkt wird, weil der Samen im schlechten Boden höchstwahrscheinlich nicht aufgeht. In unseren Unikliniken würde ich mir den gesunden Verstand eines Gärtners wünschen, denn dort werden in der Regel die teuersten und gefährlichsten Hormone, In-vitro-Fertilisationen und ähnliches auf einem neurovegetativ gänzlich unvorbereiteten Terrain angewandt. Solche wiederholenden, oft vergeblichen Versuche sichern zwar den Umsatz der Kliniken und der Pharmaindustrie, nutzen aber den Patientinnen wenig. In vielen Fällen sind solche Versuche sogar kontraproduktiv, iatrogen, indem unnötige schmerzhafte diagnostische und mikrochirurgischen Eingriffe nicht nur die Reaktivität der lokalen Frankenhäuser-Schienganglien negativ beeinflussen, sondern auch zentral eine blockierende Sympathikotonie verursachen. Die Lösung ist dabei so einfach. Beide Befehlsketten, hormonale und nervale, können sich in ihren Aufgaben gegenseitig kompensieren. Das ist eine fast revolutionäre Feststellung. Sie ist für die Balneotherapie eminent wichtig. Wir kennen doch in der Balneologie Anwendungen, bei denen überhaupt kein Hormon verabreicht wird und trotzdem nachweisbare Hormoneffekte zu messen sind. Unter Kapitel 7,1 Hormonwirksame, nicht hormonale Anwendungen. Erstens. Moorbehandlung, Phytohormone. Zweitens. Wärmebehandlung. Drittens. Hydrotherapie. Viertens. Radonbehandlung. Fünftens. UV-Lichttherapie. Sechstens. Mechanische Reflexbehandlung. Siebtens. Elektrotherapie. Achtens. CO2-Behandlung. Neuntens. Körperliche Aktivität. Zehntens. Ruhe. Elftens. Dunkelheit. Unter Kapitel 7.2. Wie entstehen hormonale Faktor ohne Hormone? Erstens. Enthemmung der Hormonfreigabe durch neurovegetative Umstellung. Beispiel, Stress und Sympathikolyse bei dem typischen ACTH-Gonadotropin-Antagonismus. Freigabe des Wachstumshormons und der Sexualhormonen während der Trophotropie. Zweitens. Anregung einer präformierten Reaktion. Dunkelheit regt die Melatoninproduktion an. Berührungsreize an der Brustwarze regen die Oxytocin-Produktion an. Drittens. Änderung der biochemischen Prozesse, qualitativ. Chemische Reduktion der schon fertigen Präkursoren zu Hormonen, wie Östrogene durch das UV-Licht. Viertens. Hyperproduktion in Hormondrüsen, quantitativ. Stoffwechselbeschleunigung durch Wärme bewirkt eine Stoffwechselsteigerung um 7-14% pro 1 Grad Celsius. Fünftens. Beschleunigter Abtransport der bereits hergestellten, pathologisch kumulierten Hormonen aus der Umgebung der Hormondrüsen über die Lymphe in den Blutkreislauf,
Bei zum Beispiel kutivisceral bedingtem Lymphstau bei Wirbelsäulesyndromen. Und so weiter. Gesteigerte Lymphperistaltik zum Beispiel durch die geschlossene CO2-Komfortgasbehandlung Biotherik. Sechstens. Verbesserung der Sensibilität an den Zellmembranen für Hormone, also Kompensationsmöglichkeiten des chemischen Codes durch den elektrischen Code. Elektrotherapie, Massage, Ultraschall und so weiter. Es ist allgemein bekannt, dass erhöhte Gaben des Hormons gewisse Mängel im neurovegetativen System kompensieren, respektive überdecken können. Es ist eine Unsitte der heutigen Medizin, den neurophysiologischen Mängel, wie bei algodystropischen Syndromen und so weiter, durch und physiologische Gaben der pharmakologisch hergestellten Hormonen zu überdecken. Es gelingt nicht immer. Das erklärt die Misserfolge und Zystenbildung bei der künstlichen Befruchtung, die nur auf die Fremdbestimmung der Frau und nicht auf ihre innere Harmonisierung zielt. Besser ist dies, eine erhöhte neurovegetative Signalisation in der korrekten Richtung verstärkt die Empfindlichkeit des Zielgewebes auf das jeweilige Hormon und kompensiert seinen eventuellen Mangel. Diese Behandlungsstrategie erklärt all die Erfolge der lokalen Physiotherapie beim Kinderwunsch, zum Beispiel durch die heißen vaginalen Moortamponaden, wie folgt. Sie kann alle Organe des kleinen Beckens ganz ohne Hormone positiv beeinflussen und praktisch alle Ursachen der Sterilität in einem Schritt chemisch, thermisch und mechanisch behandeln. pH-Regulierung in der Scheide mit antibakteriellen Effekten, trophotrope Umstellung der Frankenhäuser'schen Ganglien, mehr Durchblutung im kleinen Becken, Stoffwechselerhöhung durch Wärme. Normalisierung der ovariellen Hormonproduktion, Erhöhung der sekretorischen Aktivität, Verbesserung der Qualität des Zervikalschleimes und der tubaren Endolymphe, Auflösung von somit hydratierten intratubaren Synechien. Lymphatische Drainage im Parametriumbereich, Erhöhung der sexuellen Empfindlichkeit. Näheres in meinem Buch, Vaginale Moorbehandlung, Kiandoe Burg Verlag oder Lulu Verlag, respektive www.biotherik.com. Merke. Da Hormongaben mit der Lebensgefahr und anderen Gefahren behaftet sind, während die neurovegetativen Impulse in der Regel ungefährlich bleiben, ist es sinnvoll, den neurovegetativ wirksamen Behandlungen Vorzug zu geben und der neurovegetativen Situation im Organismus mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als es heute der Fall ist.